Die Frühjahrsmesse 2015 in Luxemburg besuchten über 50.000 Besucher. Viele Branchen waren vertreten, vom Bäcker bis hin zur luxemburgischen Armee. Es gibt viel zu schauen, natürlich guten Wein zu schmecken und für die Kinder gibt es auch viel. Und natürlich wird auf der LuxExpo viel Wein in allen Variationen angeboten. Jesus Vincent, Winzer aus Luxemburg, erklärt. Das ist, glaube ich, die berühmteste Messe. Es ist natürlich mehr auf Gastronomie akziert, ist die berühmteste und ist die traditionsmäßigste. Sie verliert über die letzten Jahre ein bisschen an Charme. Klar, dass die Messen immer moderner werden. Oh ja, Technik steht dieses Jahr im Vordergrund. Ob modernste Autos oder auch 3D-Drucker. Auf der Frühjahrsmesse trifft Tradition auf modernste Technologie. Aber was finden denn die Besucher am besten? Ich war am Donnerstag schon mal hier und da habe ich mir Locken machen gelassen und das ja, sah nachher gut aus, deswegen nachher gehe ich vielleicht noch mal dahin. Aber jetzt habe ich auch hier diese, wie nennt man das, 3D, virtuell irgendwas, ich ausprobiert und das war auch schon sehr cool, weil man dann Safari machen kann und überall sein kann. Venedig, New York war ich ganz gerade, deswegen war schon cool. An sich diese Gaming Area, weil hier findet man Spiele, die man eigentlich sonst nirgends mehr findet, unter anderem wie hier Space Invaders, und ich finde das eine sehr gute Initiative. Ist es für dich Tradition, hierher zu kommen? Ja, ich komme ab und zu hin. Also ich war letztes Jahr, glaube ich, nicht hier, aber ja, wenn man weiß, dass was Cooles ist, jetzt mit diesem 3D-Drucker auch, kommt man einfach mal hier hin. Ja. Eigentlich schon. Also ich komme mit meinen Eltern praktisch jedes Jahr hierher und es überrascht mich immer wieder, was die für neue Initiativen hier finden, um die Leute anzuziehen. Jedes Jahr auf jede Messe, fast jede Messe, kommen wir immer gerne. Wie findest du die Frühjahrsmesse? In den letzten Jahren war ich jetzt nicht so oft hier, deswegen weiß ich nicht genau, was sich jetzt verändert hat, aber es ist immer ein bisschen das Gleiche, immer Wein zu probieren, immer Käse zu probieren und dann die vielen Stände, wo mich jetzt nicht so interessieren, Kamin oder so Sachen, die ich jetzt noch nicht brauche, deswegen. Ich finde es dieses Jahr sehr schön gemacht, weil die ja dieses Jahr sehr viel verändert haben und ich finde es sehr gut, wie sie es dieses Jahr gemacht haben, auch mit der Aufteilung von den Ständen und so, finde ich gut. Naja, wir sind ein bisschen verschiedener Meinungen. Ich glaube, wir sind schon seit 20 Jahren, wo wir hier hinkommen und muss ehrlich sagen, dass diese Weinmesse ein bisschen anders war. Das Wetter hat nicht richtig mitgespielt. Wir hatten das vorige Wochenende, Montag, Dienstag, zu heißes Wetter. Und wie man die Luxemburger natürlich kennt, sobald es ein bisschen heiß ist, dann wird gegrillt, dann wird eher unter Freunden was organisiert. Und jetzt das letzte Wochenende hier, ja, wie Sie sehen, ein bisschen ruhiger als sonst. Aber naja, ansonsten, wir sind sowieso hier in Luxemburg seit 30 Jahren weintätig und ja, unsere Pflicht ist sowieso hier anzukommen. Aber ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Schriftlich äußert sich der Direktor von der LuxExpo, Herr Collion, wie folgt. Gemeinsam mit den Ausstellern haben wir keine Mühen gescheut, um der Öffentlichkeit einen Besucherkomfort von hoher Qualität anbieten zu können. Und das Ziel lautet, traditionelle Besucher zurückzugewinnen und neue Messebesucher anzulocken. So Herr Collion.